Der bewegte Hund in 2 Stufen. Zunächst im Vierfüßlerstand. Bewegt euch jetzt bitte in den Vierfüßlerstand. Bringt die Knie in hüftbreiten Abstand und beginnt mit dem ganz normalen Auf- und Abrollen der Wirbelsäule. Einatmend den Rücken längen, der Kopf geht nach oben. Ausatmend Wirbel für Wirbel den Rücken runden. Genießt es einige Augenblicke im eigenen Atemrhythmus und versucht jeden einzelnen Wirbel zu spüren und dabei die Kraft in euren Armen weiter zu bewahren. Und lasst dann langsam die Bewegung freier werden, indem ihr zum Beispiel zunächst die Ellbogen Richtung Boden entspannt und gleichzeitig versucht, die Brustwirbelsäule Richtung Boden zu bewegen, so nahe ihr eben wollt, sodass nebenbei die Kräftigung der Arme mit in die Haltung hineinkommt. Welche Bewegungen sind hier möglich? Welche Aktionsradien gefallen eurem Körper? Wie geht es euch gut? Was passiert, wenn ihr den Nacken hier loslasst? Wie weit wollt ihr hier den Nacken loslassen? Genießt also diesen sich schlängelnden Hund im Vierfüßlerstand und wann immer ihr euch dazu bereit fühlt, streckt einfach die Beine und nehmt das Prinzip mit in den Hund, der nach unten schaut, also in den großen nach unten schauenden Hund und auch hier wieder wunderbar die Möglichkeit, den Körper zu bewegen, die Wirbelsäule aufzurollen, wie bis in die gerade Linie. Wunderbare Möglichkeit, hier den Körper wieder locker zu machen und durch dieses Lockermachen entsteht die tiefe Wirkung in die Faszienschichten, ein anderer Zugang, der in der modernen Faszienforschung neu herausgefunden und aktiviert wurde, neben der lang gehaltenen Dehnung. Sehr schön hier, wie die Seite sich aufdehnt und rollt. Was passiert, wenn ihr die Beine bewegt und in den Seitstütz findet? Was passiert, wenn sich ein Arm vom Körper löst, vom Boden löst? Was passiert in den einzelnen Möglichkeiten, die euer Körper zulässt? Welche Möglichkeiten möchte euer Körper jetzt? Findet die Freiheit eurer Wirbelsäule, indem ihr euch voll öffnet und dehnt? Oder auch zulasst, wenn der Körper mehr in verhaltene Positionen hineinfinden möchte. Welchen Teil der Wirbelsäule wollt ihr jetzt heute aktivieren? Wie fühlt es sich richtig an? Die Fragestellung in dieser Form des Übens ist stets, wie fühlt es sich heute für mich richtig an? Nicht, wie sieht es jetzt heute hier aus bei anderen, sondern wie fühle ich mich heute? Im eigenen Rhythmus weiter experimentieren und spielen. Und euch nach und nach wieder ich sehe gerade, dass es hier so viel Freude bereitet, dass ich den Prozess nicht unterbrechen möchte. Also ich möchte Sie, dich und euch einladen, hier einfach in dieses experimentelle Feld des Schlangenhunds einzutauchen, einfach um die Wirbelsäule in ihre optimalen Bewegungsradien zu bringen. Viel Freude im Experiment. Namaste.